Die Merat ist Dienstagnachmittag teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen und seit gestern wieder voll drin, ohne Probleme. Die Wunde ist gut verheilt. Rücksprache mit den Ärzten gehalten und die haben grünes Licht gegeben. Ist auch wieder voll belastbar, kann alle Sachen mitmachen, auch bei Kopfbällen und so weiter. Keine Einschränkungen mehr. Marcel Abdi hat gestern einen Härtetest gehabt. Da ist dann schon gegen Ende noch ein bisschen ein Druckgefühl im Muskel gewesen. Jetzt ist er heute aber stabil im Mannschaftstraining gewesen, wobei heute die Intensität natürlich dementsprechend war für den Donnerstag, wo mehr ein taktisches Training bei uns auf dem Plan steht. Deswegen werden wir jetzt heute den Tag nochmal abwarten, werden morgen ihm nochmal einen Härtetest unterziehen und wenn er denn besteht, fährt er mit. Alle anderen Spieler sind gut durch die Woche gekommen. Dienstag war ein extrem hartes Training, speziell am Nachmittag, die zweite Einheit. Haben sie alle klaglos und gut überstanden. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Das heißt, dass für unsere Überlegungen Richtung Heidenheim durch die Vielzahl der gesunden Spieler auch ganz viel möglich ist. Jetzt sind wir schon beim Gegner. Die meisten Tore in der Liga geschossen. Speziell zu Hause entwickeln sie eine sehr hohe offensive Wucht. Ich glaube, haben mit Schnatterer und Turk somit das Beste, was die dritte Liga im Offensivbereich zu bieten hat. Haben sehr viele sehr groß gewachsene Spieler in der hinteren Reihe, was sie dann wieder bei Standardsituationen extrem gefährlich macht. Und entwickeln über ihre Außenverteidiger, die sehr offensiv eingestellt sind, dann auch nochmal dementsprechend Druck über außen. So dass es eine Vielzahl an Dingen für uns zu beachten gilt hinsichtlich des Gegners, der ja nicht umsonst auch noch sich mit um den Aufstieg bewirbt.